Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Wir sind hier unterwegs in Österreich und bringen Feuerwerkskörper nach Serbien, glaube ich. Und sind eigentlich aber auf dem Weg, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, in Richtung Mittlerer Osten. Und wer sich jetzt denkt, Moment, wait, Mittlerer Osten, Euro Truck Simulator, gibt es nicht. Doch, gibt es. Und zwar ist das eine Erweiterung von den Pro-Mods. Quasi ein DLC in der Mod. Ein Mod-DLC sozusagen. Muss man extra runterladen. Und kann man sich dann zu den Pro-Mods dazu installieren. Und ich könnte eigentlich mal das aktivieren und gucken, ob ich da rechts rüber kann. Und ja, wie gesagt, man kann dann in den Mittleren Osten fahren. Israel, Ägypten, Zypern, Jordanien. Ist eine relativ kleine Erweiterung. Also hat nicht jetzt riesige Kartenmengen oder Straßen. Aber ich bin einfach mal mega gespannt drauf. Und ja, ich weiß, dass das politisch eine kritische Geschichte da unten ist. Aber ehrlich gesagt interessiert mich das jetzt im Euro Truck Simulator überhaupt nicht. Euro Truck Simulator ist ein friedliches Spiel und damit passt das. Sonst dürfte man so die ganzen östlichen Erweiterungen eher kritisch sehen. Gerade auch, wer dann die Russland-Map oder sowas lädt. Ist nicht ganz vergleichbar, aber so doch schon ein bisschen. Ja, wie gesagt, Politik interessiert mich im Euro Truck Simulator nicht. Ich freue mich einfach, dass wir neue Karten haben. Und ja. Freue mich der Straßen, die da kommen werden. Ausgeruht sind wir. Tanken müssen wir auch noch nicht. Und wir durchqueren jetzt gerade Österreich. Letzte Folge ging was länger. Da haben wir dann komplett Deutschland durchquert. Bis nach Österreich. Und ich guck mal, ob wir es jetzt vielleicht diese Folge bis ans Ziel schaffen. Jetzt gerade mal gucken. Ist vielleicht nicht gerade der beste Zeitpunkt. 11 Stunden haben wir noch. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. Die Folge wird dann wieder ein bisschen länger gehen. Wie die letzte auch schon. Aber dann wären wir zumindest in Serbien und könnten dann vielleicht nächste Woche im Mittleren Osten durchstarten. Bin mal gespannt. Und freue mich eigentlich auch drauf. Oh, Maut. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Mautstation. €8 bezahlt. Wo ist der Kollege? Weit genug hinten, dass der uns nicht in die Seite kachelt. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, tue ich. Ich darf 80 fahren und werde das jetzt auch tun, dass wir weiterkommen, ne? Wir wollen ja schließlich ans Ziel. Und wir fahren in den Sonnenaufgang, das ist auch gut. Hinein in den Sonnenaufgang. Wie spät haben wir denn? 5.36 Uhr, okay. Ja, dann wird es bald hell. Und das ist sehr gut. Jetzt erstmal fahren wir hier durch die ganzen Tunnel.
Österreich sollten wir eigentlich relativ schnell durchquert haben. Hoffe ich. Denke ich. Gehe ich einfach von aus. Aber, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Was machst du da? Das ist nicht gut, wenn du da vor mir einfach bremst, weißt du das? Entschuldigung. War keine Absicht. Aber rechts überholen darf der eigentlich auch nicht, ne? Der Schlingel. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Schon wieder eine Mautstation. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Maut, Maut, Maut. Und weiter geht's. Das ist halt die Maut in Italien und so deutlich angenehmer. Die haben halt Fahrspuren, wo ich durchfahren kann. Und nicht immer anhalten muss. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ich durfte doch eigentlich schon wieder 80, oder? Wahrscheinlich oder, aber... Hat er nur noch einen Meter oder sowas gefehlt? Oh, und hier waren wir noch gar nicht unterwegs auf der Strecke. Cool. Fahren wir mal wieder ein bisschen was, das ist schön. Dann befahren wir wieder was. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir wirklich zügig ans Ziel kommen. Aber eigentlich sollten wir das ganz gut schaffen. Wie gesagt, wir machen die Folge ein bisschen länger, dass wir auf jeden Fall ans Ziel kommen. Groß einparken werden wir nicht. Da werde ich dann die schnelle Variante wählen. Oh, Saab. Flugzeug. Motorenhersteller. Gar nicht, ob die das überhaupt noch machen. Saab-Flugzeugmotoren noch gibt, weil Saab-Pkw ist ja, die sind ja pleite, insolvent. Die gibt es nicht mehr. Aber ob es die Flugzeugmotoren noch gibt, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Einfach mal vor mir einbiegen kann man machen, muss man aber nicht. Aber wir sind ganz offenbar nicht mehr auf einer Autobahn unterwegs. Wenn ich das richtig sehe. Mähdrescher. Bauern sind am Ackern auf dem Feld. Ja, das werde ich nachher auch noch tun. Weil ich werde dann nachher noch eine Kettle and, also eine oder zwei Folgen Kettle and Crops aufnehmen. Freue ich mich auch drauf, habe ich auch wieder Lust, richtig das Spiel zu spielen. Immer geradeaus. Weil sich da ja jetzt auch wieder, hat es auch wieder ein Update gegeben, vorletzte Woche. Und, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das auswirkt. Dazu muss ich halt anpflanzen und das dauert dann jetzt noch ein bisschen. Weil erstmal muss ich natürlich die Voraussetzung dafür schaffen. Und das heißt pflügen, grubbern, düngen vor allen Dingen vorher.
Oh, kommt da wieder eine Mautstation? Nee. Die Grenze! Wir sind an der Grenze. Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir haben die Grenze erreicht. Sehr schön. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Okay. Kriegen wir hin. Rechts ab. Das kriege mal hin. Kreisverkehr. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Okay. Machen wir. Nimm diese Ausfahrt. Das machen wir. Ja, wie gesagt, Kettle and Corps waren wir gerade drüber reden. Hat es ja das Update gegeben, dass jetzt auch die Bodenwerte mit dem, also sich auswirken aufs Wachstum. Das heißt, wenn ein Feld gedüngt ist oder da, wo gedüngt ist, wächst es besser als an den Stellen, wo es nicht gedüngt ist. Deswegen habe ich jetzt ein Feld ja sogar extra. Bitte links halten. Eine Art Muster reingedüngt, reingedüngt. So eine Wellenform. Ups. Und ja, bin mal sehr gespannt, ob und wie sich das auswirkt. Oh, hier dürfen wir 80. Ich hatte fast 90 gedacht, aber hier dürfen wir wieder 90, ne? Nö. Doch. Dürfen wir. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ups, wieder nur noch 80. Das wechselt aber ganz schön schnell hier, ne? Wenn ich das mal so erwähnen darf. 80, 90, 80, 90. Sehr, sehr schön. Ja, ich will jetzt natürlich gerne in Serbien ankommen. Hier die Strecke sind wir schon mal gefahren, die kennen wir. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Mache ich nicht. Doch, jetzt mache ich es wieder. Oh, jetzt fährt der Dude schneller. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Okay. Die hier? Nee. Die hier. Biege nach rechts ab. Das ist aber auch nicht ohne. Da ist die Gefahr auch groß, dass man mal falsch abbiegt. Aber Hauptsache wir sind jetzt wieder, oder Hauptsache wir sind tatsächlich richtig gefahren. Ich will jetzt eigentlich nicht so groß irgendwelche Umwege fahren müssen. Oder Umwege fahren. Müssen ja sowieso nicht, aber. Wie sieht das aus? Tanken brauchen wir noch nicht. Und die nächste Grenze. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Die nächste Grenze. An so einem Vordach sind wir auch mal hängen geblieben, ne? Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ist gut, Mama. Jetzt beschleunigt er uns hier eiskalt aus. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ach, hier darf ich wieder nur noch 80. Okay. Keine 90 mehr. Nur noch 80 erlaubt. Dann fahren wir die auch nur noch. Dann fahren wir die auch nur noch. Was haben wir denn noch vor uns? 7 Stunden und pennen müssen wir in 3, also in 4.
Gut. Wie viel Restzeit hatten wir noch? 25. Ja, das reicht locker. Das reicht ja locker. Das schaffen wir auf jeden Fall. Können wir dann noch bei Gelegenheit pennen gehen? Und dann fertig fahren. Wie gesagt, ich versuche das auf jeden Fall in der heutigen Folge zu machen. Also werde ich entsprechend was länger machen. Dass wir nächste Folge dann tatsächlich vielleicht bis in den Mittleren Osten fahren können. Weiß nicht, wie weit der Weg dahin dann noch ist. War ja schon noch ein Stück. Wir sind ja erst in Serbien. Wir müssen bis ganz in den Südosten von Griechenland. Dinge, die man nicht tun sollte. Von der einen Fädelspur gleich auf die Überholspur rüberziehen. Bitte links halten. Aber bevor der vor mir bremst, und hier war ja frei. Bitte links halten. Ja, bitte links halten. Machen wir. Das machen wir. Schon eine nette Gegend, ne? Bisschen guck, dass ich hier nicht zu viel Slalom fahre. Aber wir dürfen halt nur 80. Zwischendrin war mal ein Land, wo wir 90 durften, aber jetzt ist wieder nur 80. Ich weiß gerade gar nicht, in welchem Land wir unterwegs sind. Erdkunde ist nicht so mein Ding. Sorry dafür. Oh, der AdBlue-Tank leert sich auch, sehe ich gerade. Okay, tankt man den immer automatisch mit voll? Wenn man tankt? Wahrscheinlich, ne? Ich gehe ja einfach mal davon aus, dass das so ist. Ups. Bitte links halten. Ja, machen wir. Das machen wir doch. Oh, ein schöner Mähdrescher. Warum man rechts abbiegen muss, um geradeaus zu fahren, und links bleiben, um nach rechts abzubiegen, das schließt sich mir auch nicht so ganz. Wäre doch geschickter gewesen, man macht da die Abfahrt, oder? Aber naja. Vielleicht, dass es die gleiche Autobahnnummer bleibt, ne? Wobei, das hätte man noch abbiegend machen können. Autobahngebühr, ja. Da müssen wir wieder Zahlemann und Söhne machen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ich wurde daran erinnert. Kostenpflichtig. Oh, 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 da ist rot. Sorry. Hallo? Warum tut das jetzt nicht?
muss ich einfach weiterfahren. Okay, ich muss einfach weiterfahren. Gut. Dann machen wir das. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, hier gilt 80, meine Liebe. Hier darf ich so schnell fahren. Hier darf ich das. So, wir haben noch eine Strecke von 6 Stunden vor uns und müssen bald Rast machen. Ja, wie gesagt, die Folge wird länger gehen, weil ich will auf jeden Fall das bis zum Ziel schaffen. Wir müssen gleich mal nächsten Parkplatz oder so können wir mal anfahren, dass wir da geschwind Rast machen und vielleicht auch tanken. Vielleicht haben wir da Glück und das ist so eine kombinierte Tank-Rast-Geschichte. Gucken wir mal. Harren wir die Dinge, die da kommen. Im Moment genießen wir erstmal die Gegend hier. Wobei so viel zu sehen ist ja nicht, ne? Ist halt immer das. Ist ein bisschen blöde, wenn man immer so viel auf Autobahnen unterwegs ist. Wobei in dem neuen DLC, Schwarzes Meer und so, das soll ja auch wieder mehr Landstraßen sein. Bin mal sehr gespannt drauf, vor allen Dingen auch wann das kommt. Ah ja, und für die, die das in der vorletzten Folge nicht mitgekriegt haben, ist ein neues DLC rausgekommen. Goodyear-Bereifung. Und entsprechende Anhänger-Skin. Ja, jetzt gibt es also außer Michelin auch noch Goodyear als Reifenauswahl. Und können wir dann vielleicht in der nächsten Folge mal drauf, nicht in der nächsten Folge, beim nächsten LKW drauf machen. Nächste Folge natürlich nicht, den hier werden wir erstmal noch eine ganze Weile fahren. Zumindest mal, solange wir im Mittleren Osten und so unterwegs sind. Wo wir ja gerade hinfahren. Oder versuchen hinzufahren. Wo wir versuchen hinzufahren. Ja, ich weiß, du bist müde. Ist denn irgendwas rastplatzmäßig in Sicht? Da kommt eine Mautstation und da hinten kommt eine Tankstelle. Das sieht gut aus. Upsala. Das sollten wir eigentlich schaffen. Das sollten wir hinkriegen. Denke ich doch. Und dann sind wir unserem Ziel auch schon wieder ein ganzes Stück näher. Achso, die Mautstation ist da. Die ist gar nicht auf der Strecke. Die ist, wenn man runterfährt. Auch gut. Dann kommt hier wohl als nächstes die Tankstelle. Das ist natürlich sehr geschickt. Dann können wir nämlich, wie gesagt, auch gleich tanken. Ups. Was macht ihr da? Jungs, Mädels, seid ihr gar eigentlich noch ganz dicht? Hier ist kein Grund zum Bremsen. Seid doch nicht ganz sauber.
Und du blöder Hund, fahr gefälligst. Ist da der Rastplatz? Ja, da ist er. Sorry fürs Rüberdrängeln. Muss sein. Okay, lass uns eine neue Route finden. Immer geradeaus. Nee, ich muss hier tanken. Deswegen muss ich gerade hinter denen hierher schleichen. Immer geradeaus. Und dann können wir gleich noch auf den Parkplatz. So, tanken wir mal. So, weiter geht's. Jetzt gucken wir mal wegen dem Parkplatz. Ich hoffe, ich komme da noch. Der ist natürlich da, ne? Ich hoffe, ich finde hier auch noch einen. Ansonsten ist das ziemlich uncool. Weil wir müssen pennen. Ich mache jetzt mal etwas, was man nicht machen darf. Neue Route finden. Eigentlich dürfen wir hier so nicht fahren. Aber das ist jetzt gerade etwas ätzend, dass ich entweder tanken oder pennen kann. So. Motor aus und gute Nacht. Und weiter geht's. Da ist frei. Ups. Ja, wir sind in der letzten Folge ein wenig verbotenerweise abgebogen. Aber anders kam ich da nicht hin. Und ich musste jetzt Rast machen. Deswegen haben wir diesen kleinen verbotenen Schlenker gemacht. In-game geht sowas ja eher. In real würde ich es nie machen. In Realität kann man sich aber auch... hat man noch mehr Rastmöglichkeiten. Muss man ganz klar sagen, zumindest als Pkw-Fahrer. Bin ja kein Real, also in Realität bin ich ja kein Lkw-Fahrer. Von dem her alles gut. So, wir haben noch eine Strecke von 4 Stunden vor uns. Das heißt, wir sind noch eine Weile unterwegs. Ich hoffe, dass wir das einigermaßen zügig schaffen, aber ja. Knapp über eine halbe Stunde wird die Folge dann gehen. Aber ich will halt das Ziel erreichen. Ich will einfach das Ziel erreichen, dass wir in der nächsten Folge dann durchstarten können in Richtung Griechenland. Und ja, vielleicht sogar schon direkten Auftrag nach Israel, Ägypten, Zypern, irgendwo so die Richtung kriegen. Ich bin mal sehr gespannt. Wir müssen geradeaus. Dann überholen wir die Kollegas da gerade mal. Ja, ich bin echt mega gespannt, was uns da dann erwartet. Ich habe das immer nur durch letzte Woche einfach durch Zufall gesehen, dass es da diese Erweiterungsmap
von den Pro-Mods gibt. Also die sind nicht in den normalen Pro-Mods dabei. Es ist tatsächlich eine eigene Erweiterung der Pro-Mods. Wieso fährst denn du hier so langsam? Ich darf hier 80 fahren, du auch. Okay, hier nicht mehr. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Hier nicht mehr. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Jetzt gucken wir aber, dass wir nicht da in den roten reinfahren. Maut bezahlt. Ich dachte gerade, die bleibt jetzt rot. Das hätte jetzt noch gefehlt. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay, machen wir. Nimm die Ausfahrt rechts. Ach, jetzt fahren wir hier wieder über die Grenze. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Fahren wir wieder über die Grenze. Stau. Map, map. Oh, wir haben hier tatsächlich Zoll. Krass. Grenzkontrolle. Das ist immer was ganz Neues. Prüfe Papiere, bitte warten. Das ist ja mal krass. Alles in Ordnung, gute Fahrt, danke. Das ist auch neu. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeit. Das ist auch neu. Ich glaube, das kam mit der 1.35 kam das, glaube ich, mit. Achso, da mal wieder. Haben wir wieder Zoll. Müssen wir hier auch? Nee, ne? Der Park da. Wie uncool ist denn das? Wow. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dass sowas noch kommt. Bisher konnten wir immer durchfahren. Dass sie jetzt auch Grenzkontrollen eingeführt haben, ist... Ich hatte mal irgendwas am Rande gelesen, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr wirklich registriert. So, Papiere prüfen. Und weiter geht's. Das macht natürlich gerade im Zuge der... des neuen DLCs natürlich sogar richtig Sinn. Wenn dann Türkei und sowas alles mit dazu kommt, macht es natürlich Sinn mit den Grenzkontrollen. Aber das hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz und gar nicht. Was ist da? Maut? Große Mautstation. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Sollten auf jeden Fall irgendwo hinfahren, wo grün ist.
Das irritiert mich, dass ich erst fahren muss, bevor das da überhaupt weitergeht. 35 Minuten haben wir schon. Ja, wird halt wie gesagt etwas länger die Folge heute. Und wir haben noch 3 Stunden zu fahren. Ich hoffe mal, dass wir jetzt einigermaßen zügig durchkommen. Sonst wird das eine richtig lange Folge. Aber ich fahre das auf jeden Fall heute fertig. Komme, was da wolle. Wir dürfen 90. Ja, wie cool ist das denn? Dann geben wir mal Gummi. Einziger Nachteil von den 90 ist, ich kann nicht ein bisschen schneller fahren, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Weil schneller als 90 geht einfach nicht. Schneller fährt der gute Truck nicht. Bei 80 kann ich immer so 84 fahren. Und damit ein bisschen Zeit gut machen. Das haben wir hier jetzt natürlich nicht mehr. Aber gut. Zumindest können wir die 90 fahren. Schon wieder eine Mautstation. Wie viele kommen denn da? Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das war die falsche Taste. Das war die falsche Taste. Wenigstens regnet es nicht mehr. Wir haben sternklaren Himmel. Das ist doch herrlich, oder? Wie spät haben wir eigentlich? 23 Uhr, okay. Noch nicht mal Mitternacht. Bitte rechts halten. Ich hab's befürchtet. Aber wir können zum Glück an ihm hier vorbeifahren. Das ist schon mal das Wichtigste. Jetzt müssen wir geradeaus, naja. Dann fahren wir geradeaus. Upsala. Den wollte ich eigentlich. Ah, das. Da sind andere unterwegs, das lassen wir. Die wollen wir ja auch in-game jetzt nicht blenden. Was macht ihr da schon wieder? Was macht ihr denn da? Fahren wir einfach hinter dem PKW. Zumindest mal, was das Überholen angeht, hinterher. Abbiegen tun wir hier natürlich nicht. Da müssen wir nicht hin. Wir fahren schön geradeaus und da können wir auf die rechte Spur gehen. Wunderbar. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Was? 80. Na gut. Jetzt darf ich nur die 90 nicht verpassen, wenn wir die wieder fahren dürfen. Aber im Moment bleibt es bei 80. Cool, da kann ich einfach nur drehen hier an der Stelle. Also wenn ich hier die Ausfahrt genommen hätte, hätte man einfach nur auf die Gegenfahrbahn wechseln können.
Alles andere wäre nicht gegangen. Ist das rechts da eine vollwertige Spur? Oder weil diese weißen Streifen da sehen anders aus? Ah, da endet sie auch. Okay, Frage geklärt. Oh, und ich darf wieder 90. Warum fahre ich nur 80? Die Pkw davon. Bei der Einfahrt weiß ich jetzt nicht, was sie da machen. Ob sie da nicht auf die Bremse gehen? Nö, sieht aber nicht so aus. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, mache ich. Mache ich, Madame. Und schon wieder eine Mautstation. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, wird jetzt hoffentlich nicht gerade wieder Polizei unterwegs sein. Wow. Hat er das registriert? Hat er. Okay. Dadurch, dass einfach kein Geräusch kommt, ist das immer so die Frage. Hat er das registriert? Hat er nicht? Hat er nicht? Ja. Schwierig manchmal. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Tu ich? Ich darf 90 fahren. Der ist hinter mir, dann können wir rüber. Und können wieder Gummi geben. Was ist denn da vorne? Fabrik? Eine Fabrik? Ich habe keinerlei Ahnung, in welchem Land wir gerade unterwegs sind. Erdkunde war noch nie so mein Ding. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Und, nimm die Ausfahrt rechts. Gerade was so den Osten angeht, noch mal weniger. Westen, so Frankreich, demnächst rechts abbiegen. Und so, das kenne ich ja. Aber, Zentimeter fehlt noch. Och nö. Musst du, blöder Hund, dich jetzt vor mich setzen? Biege nach rechts ab. Okay, er biegt wenigstens in die richtige Richtung ab. So dass er nicht vor uns ist. Worüber waren wir gerade am Reden? Immer geradeaus. Vergessen. Achso, genau. Westen, westliche Länder, die kenne ich ja noch soweit. Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Irland, England, Schottland, also das. Bis Österreich geht's noch. Östlich, südöstlich. Polen weiß ich auch noch, aber dann wird's schon schwierig. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ach, wir dürfen nur 70, ups. Das war einfach nie so meine Welt und Erdkunde, wie gesagt, war ich eh nie so der Held. Das sind dann einfach Dinge, die merke ich mir nicht so. Und wir sind gleich am Ziel. Halleluja. Wir sind gleich am Ziel.
Das ist die erste. Und da kommt die zweite. Links halten und dann links abbiegen. Erster Aufenthalt in Kragujevac. Biege nach links ab. Kragujevac. Und wir sind gleich am Ziel. Demnächst rechts abbiegen. Und haben die Folge jetzt fast eine Dreiviertelstunde. Oder haben es, ist schon eine Dreiviertelstunde. Ja, habt ihr heute deutlich länger was von, aber ich wollte es jetzt unbedingt fertig machen. Um, dass wir möglichst schnell in den Nahen Osten kommen. Weil es ist halt schon eine ordentliche Strecke, die wir da zurückzulegen haben. Das darf man natürlich nicht übersehen. Und ich mag einfach keine Schnellreisen. So, aber wir werden jetzt natürlich die Schnellvariante vom Einparken wählen. Das ist natürlich auch klar. Wir machen das hier. Und sind am Ziel. 73.000 haben wir dafür gekriegt. Okay. So, Ziel haben wir erreicht. Und was wir jetzt aber gerade nochmal machen können, was ich eigentlich ganz gerne gerade mal machen will, ist gucken, was wir hier für Aufträge haben. Tschechei, Polen, Great Britain, das ist Frankreich. Das ist so gar nicht die Richtung, die ich will, weil ich will dahin. Zur Not müssen wir eine Leerstrecke fahren. Aber wir gucken einfach in der nächsten Folge. Ich mache jetzt nämlich... Achso, für die, die es letztes Mal nicht gesehen haben. Das ist das, was wir jetzt dazu gekriegt haben. Das ist das, was die Erweiterung von den Pro-Mods ist. Also hier Teile von Ägypten... Israel, Jordanland, Zypern. Ja, ich bin mal gespannt auf die Strecken, die wir da fahren können, auf die Touren. Das wird bestimmt interessant, wenn man sich das hier so anguckt auch. Ich freue mich jedenfalls drauf und ich hoffe, ihr habt dann auch Spaß dran und seid dann auch mit dabei. Ja, jetzt sage ich aber erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.